Bei mir steht jetzt Theo Gütter vom Ruhrmuseum in Essen. Wir sind auf dem Gelände der Zeche Zollverein. Hier wurde mal so viel Kohle gefördert wie nirgendwo sonst auf der Welt. Sind das nicht viel zu große Fußstapfen, in die man jetzt versucht, mit zum Beispiel Ruhr 2010 Museen und Kultur zu treten? Ja, ich sag mal, von der Masse her vielleicht. Also es war wirklich, die Zeche Zollverein war die über 20 Jahre die förderstärkste Steinkohlenzeche der Welt. Gibt natürlich Braunkohlelöcher, die sind noch größer, aber förderstärkste Steinkohlenzeche. Von der Masse her ja, von der Qualität nein. Ruhr 2010, natürlich das große Projekt, vielleicht auch der große Aufstieg wieder des Ruhrgebiets. Denken Sie, das Ruhrgebiet ist jetzt im Strukturwandel angekommen mit der 2010? Ja, wir wollen 2010 das Richtfest einer neuen Metropole feiern. Also eine Region, die entstanden ist durch Kohle und Stahl, also jedenfalls in der heutigen Gestalt. Man sieht überall die Zechentürme, die aufgelassenen Stahlwerke. Und wenn man fragt, es arbeiten nur noch 27.000 Menschen im Bergbau. Und das ist ein riesiger Strukturwandel, der schon hinter uns liegt, der aber auch noch vor uns liegt. Denn es geht ja darum, mit der Kreativwirtschaft auch neue Arbeitsplätze zu schaffen und vor allen Dingen ein neues Bewusstsein zu schaffen von dem Gesamten, von der gesamten Metropole. Jetzt geht es ja vorweg um Kultur, aber denken Sie auch, dass das Ruhrgebiet vielleicht neue Ideen bringen kann, gerade was neue Energieträger angeht, was den Klimawandel angeht? Wir müssen uns alle darüber Gedanken machen, wie unsere Zukunft ohne fossile Brennstoffe aussehen kann. Wir müssen mit neuen Energieformen umgehen. Und wir haben dafür auch nicht nur Kongresse, wissenschaftliche Veranstaltungen, die Weltwasserstoffkonferenz, sondern es gibt auch ein großes Projekt, das heißt Ruhratoll, wo Inseln auf dem Baldener See schwimmen, wo Künstler und Wissenschaftler sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben. Eine dieser Inseln ist ein Eisberg. Man kann dort mit einem Tretboot hinfahren und erlebt dort die Geräusche vom anderen Ende der Welt, aus der Wegener Station in der Antarktis, werden die Geräusche von schmilzendem Eis in diesen Container übertragen, 1:1. Und man merkt, ja, wir alle haben Verantwortung auch für die globale Situation, in der wir uns befinden, nicht nur für das, was hier im unmittelbaren Umfeld passiert. Denken Sie, dass diese Kulturprojekte eher vielleicht auch so eine, naja, Form von Illusion hervorrufen können, was es alles für neue Chancen gibt? Oder sensibilisiert es wirklich eher dafür hinzuschauen, was für eine Problematik wir im Moment gegenüberstehen, was den Klimawandel angeht? Künstler sind nicht nur eine außerparlamentarische Opposition. Sie sind auch dafür immer wieder gut, dass sie nicht nur die Geschichte uns vergegenwärtigen, sondern auch Zukunftsfragen stellen. Und die Utopie ist das Vorfeld des Möglichen. Und Künstler sind immer Visionäre und sagen, so könnte es auch sein. Es könnte anders sein als das, was ist. Der Möglichkeitssinn wird geschärft. Und das brauchen wir einfach, um neu zu denken, anders zu denken und auch unsere Zukunft neu und anders zu gestalten. Vielen Dank für dieses Gespräch. Wir haben jetzt auf unserer Reise oft gemerkt, dass man geduzt wird. Wir werden von vielen Leuten geduzt. Wir finden das sehr schön. Warum ist das so? Ist das hier ein besonderer Zusammenhalt, den man auch den Besuchern, ich sag mal, aus dem Ausland oder aus anderen Regionen Deutschlands dann entgegenbringt? Ich glaube, es ist auf keinen Fall despektierlich gemeint, sondern wirklich aus dem Gefühl heraus, dass man gemeinsam was macht und gemeinsame Projekte macht. Und ich glaube, diese Herzlichkeit, die auch aus der Geschichte ihre Begründung findet, denn unter Tage und am Hochofen musste man zusammenhalten, denn sonst war man verloren. Ich glaube, dass das eine sehr positive Tradition ist, die sich im Ruhrgebiet entwickelt hat. Und deswegen lassen Sie sich duzen und duzen Sie zurück. Es ist nett gemeint und ich glaube, das ist das Herz dieser Region, das große Herz der Region. Gut, dann sage ich jetzt einfach mal, Herr Grütter, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir auch. Ganz herzlichen Dank.